Prominenter Besuch am Montag in der Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen. Gekommen war Hansa-Legende Martin Max, der in der Saison 2003-2004 für die Kogge sehr erfolgreich auf Torejagd ging. Aber nicht zum Fußballspielen ist er heute gekommen, sondern um mit den Schülern eine Unterrichtsstunde zum Fach Hansa, Rostock und ich zu belegen. Gestaltet wurde diese von den Projektleitern Christian Falkenberg und Hannes Ickert. Hansa Rostock und ich ist unser pädagogisches Präventionsangebot, was wir von Hansa Rostock an mehreren Schulen durchführen. Wir möchten einfach den Fairplay-Gedanken, den der Sport ja nun mal ausmacht, den Schülern näher bringen. Und das auf der Grundlage von Fußball, auf der Grundlage der Faszination, die man für Hansa Rostock hat und für Fußball allgemein. Das gehört zur Sachbeschädigung eigentlich auch für ein eigenes Stadion? Ja. Schwerpunkt der Stunde, das Thema Gewaltprävention. So stellten die Jugendlichen in Gruppenarbeiten die Formen von Gewalt im Fußball vor und zeigten auch anhand von Bildern, welche Szenen man im Stadion nicht sehen möchte und welche eben doch. Die Schüler waren auf jeden Fall durchweg begeistert von der gemeinsamen Stunde mit ihrem neuen Mitschüler Martin Max. Ja, na klar, macht Spaß, wenn man da auch so eine Fußballlegende wie Martin Max dabei hat. Ist natürlich noch besser wie sonst. Ich fand es sehr gut, also er war sehr sympathisch gegen uns gegenüber und es hat Spaß gemacht, mit ihm so zu reden. Ich fand es sehr gut, wie er da so mit der Stunde mit uns gearbeitet hat und so. Hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Bis jetzt fand ich, das war auch die beste Stunde, die ich jetzt hier erstmal hatte. Richtig gut. Ich meine, er war lässig, sag ich mal so, und hat alles gut erklärt, aus seiner Sicht und so weiter. Fand ich gut. Und obwohl der zweimalige Bundesliga-Torschützenkönig froh ist, nicht mehr die Schulbank permanent drücken zu müssen, so hat auch ihm der Besuch hier sichtlich gefallen. Also erstens war ich schon lange nicht mehr in der Schule. Zweitens hat es mir sehr viel Spaß gemacht, auch so gerade mit jungen Menschen. Macht mir sowieso Spaß. Ich habe ja auch eine Fußballschule betrieben. Und ich hoffe, dass die Jungs auch was gelernt haben heute, weil ich glaube, mit diesem Thema kann man nicht früh genug anfangen. Weil es gibt nach wie vor noch Szenen in den Stadien, die wir alle als Fußballfans nicht sehen wollen. Von daher war es eine gute Sache. Heute arbeitet Martin Max im Übrigen als Fanbotschafter für seinen ehemaligen Verein Schalke 04. Und dieser wird am 19. Juli zu einem Benefizspiel nach Rostock kommen. Alle Einnahmen der Partie kommen dabei auf Initiative des Schalker Hauptsponsors Gazprom der präventiven Fanarbeit in Mecklenburg-Vorpommern zugute. Eine also komplett runde Sache, ganz im Zeichen von Hansa Rostock und ich.